Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Ich habe jetzt nur ein bisschen gebraut, ich werde gleich ein bisschen weiter brauchen, natürlich ohne euch. Ich werde euch nur jeden Trank einmal zeigen, wie er gebraut wird. Und dann mache ich das selber. Eine Sache gibt es momentan noch zu machen und das ist die Alchemie. Wir haben die Alchemie schon einmal verbessert. Wir haben zum einen Hexer. Tränke füllen deinen Magen 30% weniger, weswegen du öfters und in größeren Mengen Tränke zu dir nehmen kannst. Oder geräucherte oder gekochte Lebensmittel in deinem Inventar sind 20% länger haltbar. Oder Wasser des Lebens. Die Wirkung von Heiltränken erhöht sich um 50%, aber dafür berauschen sie dich auch. Je stärker die heilende Wirkung ist, desto betrunkener wirst du. Und da ich sowieso trinkfest bin, werden wir das hier nehmen. Ja gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich nach einem kleinen Schnitt wieder und dann wird es wahrscheinlich einen neuen Punkt geben. Mal gucken. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt ein paar Tränke hergestellt, ne? Gucken wir mal unter Nahrung. Ich habe 10 Puppenmachertrank hergestellt und 8 Schlaftrünke. Das ist doch gar nicht mal so schlecht, ne? Ich kann rein theoretisch das Ganze auf mein Pfeil machen und dann einen Gegner treffen. Oder es direkt in die Suppe machen. So ein Wuttrank wäre geil, dass er so seine eigenen Leute kaputt macht. Das wäre auch ganz cool. So, naja, ich würde sagen, wir warten ein bisschen. Energie habe ich ja mehr als genug. Wir warten so bis, ja, 10:30 und dann ziehen wir los. So, auf geht's. Mein Badehausbesuch liegt leider jetzt schon zu lange zurück. Und es regnet einfach immer noch. 3 Tage durch, ey. Ich glaub's Dein nicht. Leben? Von Luft und Liebe? So schlimm ist's nicht. Nicht schlimm? Ich hatte eine Ratte unter meiner Decke. Eine Ratte! Was ist da los? Glück und Gesundheit. Wegen des Streits. Wegen des Streits. Kann ich irgendwie helfen? Kann ich euch irgendwie helfen? Man kennt mich hier. Ich habe einigen Leuten geholfen. Du hast recht. Die Leute reden gut über dich. Na gut, ich sag's dir. Als ich aus Scarlets geflohen bin, habe ich ein paar Wertsachen unter einem Taubenschlag vor unserem Haus versteckt. Du weißt, wo es ist, oder? Ja, aber unter einem Taubenschlag? Siehst du, darauf wärst du auch nicht gekommen. Die Münzen kämen uns jetzt jedenfalls sehr gelegen. Allerdings traue ich mich nicht zurück. Würdest du vielleicht? Okay, Münzen holen und ihn töten. Natürlich. Ich versuche euch die Sachen zu bringen. Ab vielen Dank, Heinrich. Obwohl, ich habe eigentlich mehr als genug Münzen. Was hast du ihm erzählt? Es ist bloß Heinrich. Er ist aus Scarlet. Oh ja, ich kenne ihn. Das ist der Taugenichts, der sich mit Fritz und Matthäus rumtreibt. Unser Geld sehen wir nicht wieder. Ich weiß es. Da täuscht du dich nicht. So. Es ehrt mich, dass du zu mir kommst. Ja. Du suchst nach einer Köchin? Der Vogt schickt mich. Er sagt, du suchst nach einer Köchin. Richtig, nach einer guten. Aber das habe ich alles schon unserem geschätzten Vogt erzählt. Ich habe dem Vogt meine Hilfe angeboten. Ich kenne die Skalitzer. Ah, verstehe. Was willst du wissen? Was erwartest du von deiner Köchin? Gibt es besondere Ansprüche, die du an die neue Köchin hast? Tja, es wäre von Vorteil, wenn sie weiß, wie man kocht. Ja, aber der Vogt sagte, du hättest auch andere Anforderungen. Nun, ich will eine Frau, die auch im Haus nach dem Rechten sieht, wenn ich auf Reisen bin. Jung, liebreizend. Wozu? Ihre Kochkunst soll die Leute beeindrucken, nicht ihr Äußeres. Ich verstehe. Verzeih. Okay, Wasserträger. Ich hörte auch, es gäbe offene Trägerstellen. Ja. Man hätte wirklich früher darauf kommen können. Es ist besser für die Stadt, wenn die Bürgerschaft nicht ihre eigenen Bediensteten schicken muss. Und es ist auch besser für meine Leute. Natürlich, natürlich. Das versteht sich von selbst. Ich hörte, du brauchst auch jemanden für die Latrinen. Ich hörte, du brauchst auch jemanden, der, die Latrinen leert. Es ziemt sich nicht, über derlei Dinge zu sprechen. Zumindest nicht für anständige Leute. Aber ich muss wissen. Genug. Kein Wort mehr darüber in meinem Haus. Okay, Arschloch. Gut, wir wissen Bescheid. Oh, was hast du hier für Tränke? Kann man natürlich nicht sehen. Hast du für mich auch ein paar Utensilien?
Was hast du denn für mich? Gegenmittel? Knoblauch, Kohl. Retterschnaps kann man immer gebrauchen. Ja, sonst nichts. Nehme ich, tschüss. So, okilidokili. Was haben wir hier noch? Achso, die Geschichte mit dem A, ne? Und ansonsten müssen wir noch sprich mit Alex aus Scarlet's, okay. So, der Schatz-Nebenquest. Mach mal ein anderes Mal. Ich muss eh nochmal zurück nach Scarlet's. Früher oder später. So, Alex? Gott sei mit dir. Ich würde gerne über Arbeit für unsere Nachbarn sprechen. Ich muss mit dir über unsere ehemaligen Nachbarn sprechen. Es gibt Arbeit und ich soll die Leute auswählen. Der Vogt hat es mir bereits gesagt. Will er noch immer, dass sie als Schinder arbeiten? Das ist schon dabei. Davon profitieren alle. Nicht ganz. Es gibt nicht genügend Arbeit für alle und niemand will die Arbeit eines Schinders verrichten. Weißt du irgendwen? Weißt du, wer Geld am dringendsten nötig hat und kräftig genug ist? Silber haben alle nötig, aber nicht jeder eignet sich für diese Arbeit. Wen kann ich dann fragen? Wo finde ich geeignete Leute? Ich werde selbst mit ihnen sprechen und sie dann alle bitten, vor dem Rathaus auf dich zu warten. Es wird aber etwas dauern. Okay, kennst du eine gute Köchin? Ich suche auch nach einer Köchin. Kennst du eine gute Köchin, die Arbeit sucht? Nun, da wäre Agnes. Es heißt, sie kocht besser als alle anderen, aber... Wo ist das Problem? Ist dir etwas zugestoßen? Nein, es ist nur so, dass ich sie schon lange nicht mehr zu Gesicht bekommen habe. Wenn ich mich nicht irre, bekocht sie nun den hiesigen Pfarrer und lebt im Pfarrhaus. Ja, dann geht's ja gut. Aber die Leute brauchen Arbeit, um zu überleben. Wasser tragen vielleicht. Doch wenn sie Arbeit verrichten müssen, die nichts für anständige Leute ist, sondern für den Henker oder den Schinder... Es ist also sinnlos, ja? Lieber betteln als richtige Arbeit leisten. Sogar Scheiße tragen ist besser als das. Du vergisst, dass das eine Aufgabe für den Schinder ist, nicht für Vertriebene. Selbst wenn wir wieder in Scarlet sind, wird der Gestank noch an ihnen haften. Ja. Danke. Auf bald. Dann gehen wir los. Er muss übrigens Bettlern viel Geld geben. Gute Nacht. Glück und Gesundheit. So, ich kann dir kein Geld geben. Dann muss ich auf den Straßen machen. Noch sauber wirst du nicht in einem Druck. Okay, sehr schön. Gut, dann warten wir halt so 2 Stunden und dann gucken wir mal, ob er jetzt bis dahin die Leute aufgetrieben hat. Ist jemand noch nicht da? Was braucht er denn so lang? Haben wir alles genommen. Alles frisch vom Feld. Kommt nur her. Du hast mal Gemüse und so ein Kram, ne? Okay. Dann warte ich halt einen Tag lang, dann regnet es wenigstens nicht mehr. Cornelius? Tonda? Achso, er versammelt sie hier gerade. Aber ich warte trotzdem einen Tag. Einfach damit der scheiß Regen aufhört. So. Ihr seid die Einzigen, die Arbeit suchen? Ja, okay. Glück und Gesundheit. Wasser tragen? Du bist also an der Stelle interessiert? Naja, Alex hat gesagt, ich soll hier wegen der Stelle als Wasserträger fragen. Gut, aber zuerst habe ich ein paar Fragen. Wie heißt du? Peter, aber alle nennen mich den Felsen. In den Minen gab's Peter zum Säuefüttern und nicht nur dort. Deswegen... Bist du Bergarbeiter? Minen? Du bist also Bergarbeiter? Ja, ich war in den Stollen im Osten beschäftigt. Hoffentlich kann ich bald zurück, weil es mir gerade einfällt. Hast du was von den Oberen gehört? Werden sie die Minen wieder aufmachen?
Redest du nicht mit mir? Ich weiß nicht, aber deshalb bin ich nicht hier. Ich weiß es nicht, aber deshalb bin ich nicht hier. Ich verstehe. Willst du so tun, als wäre ich nicht da? Wer versucht mit mir zu reden? Du könntest auch etwas anderes tragen. Es gäbe da auch etwas anderes zu tragen. Willst du so tun, als Scheiße. Wäre ich nicht da? In der Gülle schwimmen? Arbeit halt. Aber was würden die Leute sagen? Ich brauche Geld, klar. Aber danach könnte ich in keine Mine zurück. Aber du wirst doppelt entlohnt. Das Geld wäre nicht schlecht, wohl wahr. Aber was dann? Will ich mein ganzes Leben lang Scheiße tragen? Ratzig wird sich drum kümmern. So weit wird es nicht kommen. Herr Ratzig kümmert sich um alles, wenn er zurückkehrt. Er wird sich an die Opfer erinnern, die du erbracht hast. Gut, das zu hören. Wenn das so ist, mag ich sogar Scheiße. So, das war Nummer 2. Es gäbe da auch etwas in der Gülle schwimmen? Arbeit halt. Aber was? Aber das habe ich doch alles schon. So, gut. Das ist alles. Das ist erst ein... Hey, bin ich etwa unsichtbar? Was ist los? Was willst du? Was willst du? Arbeit will ich. Und ich habe gehört, dass du dafür zuständig bist, nicht der Vogt. Das ist richtig. Kannst du kochen? Wenn du weißt, wie man für den Adel auftischt, habe ich womöglich etwas für dich. Wo hätte ich das denn lernen sollen? Wasser schleppen will ich. Aber Alex hat bereits Leute für diese Arbeit ausgewählt. Mich hat er aber nicht gefragt. Deshalb bin ich hier. Das ist Männersache. Das mag schon sein, aber ich habe meine Wasserträger bereits gefunden. Außerdem ist das Männerarbeit. Ich bin kräftig genug, um dir den Arsch zu versohlen, du Knilch. Okay, lauf erstmal gegen die Wand. Aber das sind 1, 2, 3, 4. Achso, das sind die 5. Gelobt sei Jesus. Okay. Du willst die Stelle als Wasserträger? Allerdings. Wird Zeit, dass uns mal wieder was Gutes widerfährt. Stimmt. Ich hätte zuerst. Was? Aber ich will die Arbeit und hab sie auch verdient. Spar dir deine Fragen für die Taugenichtse auf. Du könntest auch Latrinen lernen. Du könntest auch die Latrinen lernen. Willst du mich beleidigen? Das ist keine Arbeit für anständige Christen. Deshalb gibt's dafür das Doppelte. Das Doppelte, wie? Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber ein Mann meines Ranges, bestimmt haben es andere nötiger. Das Doppelte. Okay, er will nicht. Das wär's fürs Erste. Du, Pickel. Guten Tag, wie kann ich helfen? Du siehst aus wie so ein Latrinenträger, perfekt. Du bist hier, ja, also. Und so. Du könntest aber natürlich auch Latrinen lernen. Was? Scheiße tragen? Das wäre mal was Neues. Obwohl ich damit nicht hausieren gehen würde. Du, dann habe ich ja meine 2. Das wäre... Also. Der Vogt hat das letzte Wort, nicht ich. Also, bekomme ich die Stelle vielleicht gar nicht? Dann stecke ich in der Scheiße. So, was ist jetzt mein Quest? Ich habe 2 Scheiße-Träger gefunden. Ja, sprich die Leute mit den Leuten aus Scarlet, die nach der Arbeit suchen. Soll ich mit jedem jetzt einzeln reden? Gott sei mit dir. Bist du jetzt gut? Du bist hier, um Wasser zu tragen. Ja. Ich will. Mehr hast du. Aber darum geht's doch. Ja, gut. Habe ich geredet. Nächster, bitte. Gelobt sei. Ja, Wasser tragen. Warte. Wozu? Ich pack das schon. Okay, perfekt. Könntest auch was anderes tragen. Du könntest nie im Leben. Das ist doppelt. Was, wenn ich sag, das mit den gebrochenen Beinen hast du verstanden? Ich wäre nicht mehr Tonda die Winde, Tonda der Kacke-Schlepper. Ja, ist doch gut. Naja, ich hab sowieso 2. Ich weiß jetzt, kann ich jetzt gut. Erst muss ich den... Ich hoffe... Wenn du glaubst, ich habe Angst, irrst du dich. Wir werden sehen. Ich hab bloß gebrochene Beine. So, erledigt. Muss ich hier nur noch zu der Trulla da, die kochen kann.
Bist du die Haushälterin aus Rovna? Bist du Agnes, die Haushälterin von St. Jakob? Bin ich. Oder war ich, bevor diese Teufel Scarlets niedergebrannt haben? Was willst du? Ich suche eine gute Köchin und Haushälterin. Und alle haben mich zu dir geschickt. Gott hat mich gesegnet. Das ist wohl wahr. Der hiesige Händler braucht jemanden, der Adlige bekochen kann und sich um sein Haus kümmert. Nun, Pater Franziskus mag gutes Essen. Und ich kann nicht einfach woanders anfangen. Händler Hagen ist aber ein wichtiger Mann. Händler Hagen ist kein Niemand. Ja, habe von ihm gehört. Er soll ein guter Christ sein. Wirklich? Nun, dann ist es wohl so. Oh ja, die Leute sprechen immer noch vom schönen Begräbnis seiner Frau. Du würdest ihm als Haushälterin wirklich helfen? Also, ich weiß nicht. Was wird dann aus Pater Franziskus? Ja, Pater Franziskus braucht keine Haushälterin. Pater Franziskus braucht keine Haushälterin mehr. Was? Sag nicht, er hat eine andere gefunden. Er ist tot. Nein, er ist tot. Heilige Maria, Mutter Gottes, was ist denn geschehen? Hat man ihn gemeuchelt? Aber er war doch schon fort, als diese Gottlosen kamen. Sie können ihn nicht eingeholt haben. Ein Pferd hat ihn getreten. Ja, sie haben ihn nicht eingeholt, aber in all dem Durcheinander hat ihn ein Pferd getreten. Er wurde schwer verletzt und starb. Ich habe ihm immer gesagt, er soll keine Angst vor Pferden zeigen. Aber diese verfluchten Bestien haben sie gerochen. Gut möglich. Ich habe da auch schon meine schlechten Erfahrungen gemacht. Also, was willst du jetzt tun? Wirst du für Hagen arbeiten? Zuerst muss ich für des Paters arme Seele beten. Dann werde ich bei Hagen anfangen, wo doch sonst keiner mehr da ist. Ich verstehe. Dann lasse ich dich beten. Ja, easy. Das bist aber jetzt nicht du, oder? Nein. Okay, ich muss irgendwie noch den Pfarrer töten, wenn ich ihn sehe. Meine Lügengeschichte darf ja nicht gelogen sein. Muss ja wahr sein. Schaut euch diese Gurken an. So, dann gehen wir zurück. Ignoriert den Kopflosen gerade. Der ist gerade uninteressant. So, Bücher gibt es hier leider keine. Ich muss auf jeden Fall den Schreiber aufsuchen, um... Hä? Wo ist denn der Typ jetzt? Lauf doch nicht weg! Hey! Gott sei mit dir. Bücher zu kaufen. So, ich habe mich um Träger gekümmert. Ich weiß genug, damit die Träger ausgesucht werden können. Gut. Ich bin froh, wenn ich diesen Mist hinter mir habe. Also, auf wen ist deine Wahl gefallen? Soll ich sie herholen oder ich will nichts damit zu tun haben? Ich glaube, ich muss noch... Okay. Wie wollen wir verfahren? Soll ich sie herholen oder bloß ihre Namen nennen? Sag mir einfach, wer Wasser tragen und wer das andere tragen soll. Um den Rest musst du dich nicht kümmern. Gut. Tonda der Wilde wird übrigens Scheiße tragen. Peter, bekannt als der Felsen. Peter? Hat er sich nicht bei einer Keilerei den Arm verletzt? Was soll er denn tragen? Wasser. Wasser. Wir haben also einen Wasserträger. Wie geht's weiter? Tonda der Winde. Tonda. Man nennt ihn die Winde. Die Winde? Solange er sich nicht rauswindet, was soll er denn tragen? Das, was er nicht will. Scheiße. Scheiße. Gut. Ein Scheißeträger haben wir. So. Basil der Pickel. Basil, auch unter dem Namen Pickel bekannt. Pickel? Na, hoffentlich vergrault er mit seiner Fratze nicht die anderen. Nein, nein. Er ist kein Pickelgesicht. Er heißt so, da er in der Mine den Pickel, also die Spitzhacke, schwang. Er hat sich dabei übrigens sogar zwei Finger abgehackt. Nun, mit einem Eimer kann er wohl nicht viel Schaden anrichten. Was soll er denn tragen? Scheiße. Scheiße. Gut, ein Scheißeträger haben wir. Bartek, Boimirs Sohn. Bartek? Nie von ihm gehört. Was soll er denn tragen? Wasser. Wasser. Wir haben also einen Wasserträger. Cornelius.
Ah, Cornelius. Er hat einmal bei mir um Arbeit gefragt. Was soll er denn tragen? Ich sehe ihn gern mit der Scheiße hantieren. Wasser. Wir haben also einen... Geschafft! Wunderbar, das wäre erledigt. Nun zur Köchin. Ich habe mich um die Köchin gekümmert. Das mit der Köchin ist auch erledigt. Soll ich Hagen Bescheid sagen? Das werde ich übernehmen. Sag mir nur, wer es ist. Ich habe Agnes als Köchin erwählt. Es war nicht leicht, sie zu überreden, aber sie ist die beste Köchin weit und breit. Schön, das zu hören. Ich muss Hagen wohl bald einen Besuch abstatten. Easy. Gut. Meister Vogt, gibt es hier irgendwelche Neuigkeiten? Sprich mich nicht an. What the fuck? Okay. Ja, dann... Ist das dein Ernst? Dann nicht, Arschloch. Was ist denn mit dem los? Weil wir jetzt die Tür benutzen. Pass auf! Was zur Hölle machst du da? Hab ich durchgewindet. So. Wo ist denn unser Tonne-Typi? Halt! Ich muss dich durchsuchen. Warum? Na? Weshalb? Sicherheit geht vor. Ich bin schon lange gern gesehener Gast hier. Ich bin wegen einer wichtigen Sache hier. Und du hältst mich mit einer blöden Durchsuchung auf? Na gut. Geh nur weiter. Arschloch, ey. Sei froh, dass ich dich nicht töte. Wäre es jetzt Nacht, wärst du tot. So. Ich suche den Tonnentypen. Der Scheißeträger. Der wollte sich doch an mir rächen, wenn ich ihm Scheiße anbiete. Oh, Pickel. Hi, Pickel. Na gut. Die haben nichts zu sagen. Dann holen wir mal die nächste Quest ab. Wo ist denn der Kollege? Hier drin? Verdammt! Weiter oben? Geht's überhaupt weiter hoch? Da ist die Latrine! So mitten im Gang. Andere Leute können dich beim Scheißen zusehen. Ja, cool. Wieso nicht? Geht's hier auch höher oder ist er wirklich in diesem einen Raum? Er kann auch nur schlecht einbrechen. Ah, es geht höher. Übrigens regnet es schon 4 Tage durch. Cool, ne? Herr Hans, Hans, hi. Gott segne dich. Was betrübt dich? Geht's dir besser? Wie geht es dir, Herr? Hast du dich erholt? Ja, was immer mir das bringt. Diese Langeweile. Die einzige Lektüre ist die Bibel. Und Harnisch lässt bis auf den Pfarrer keinen in meine Nähe. Kannst du dir vorstellen, welch monotones Gefasel dieser Kerl von sich gibt? Diese Welt ist eine Prüfung, sei bußfertig. Er spricht mit mir, als läge ich im Sterben. Genau genommen, als wäre ich bereits mausetot. Heinrich, willst du mich nicht in die Rataya Beda begleiten? Ich brauche ein bisschen Abwechslung, bevor ich Staub ansetze. Weshalb die Beda? Weshalb die Beda? Tja, ein heißes Bad ist heilsam. Das stimmt. Deswegen kannst du hier jederzeit ein Bad nehmen. Hast du jemals Clara gesehen, die Zuberdirne? Eine Schönheit. Wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich meinen, ich wäre verliebt. Aber du weißt es besser. Für wie lange? Wie viel Zeit möchtest du dort verbringen? Weiß ich noch nicht, aber zumindest ein paar Tage. Tagsüber Bäder und Schlammpackungen und am Abend das Vergnügen. Was sagst du? Kommst du mit? Und deine Verletzung? Aber deine Verletzungen, Herr. Ich werde nicht lügen, es tut höllisch weh. Aber lieber hinke ich am Gehstock unter Schmerzen schreiend, als einen weiteren Augenblick den langweiligsten Passagen des Evangeliums zu lauschen. Na gut, dann treffen wir uns da. Warum nicht? Wann willst du aufbrechen? Gleich. Aber besuch mich erst nach der Abenddämmerung. Ich werde Gesellschaft haben. Na gut, ich werde zu dir stoßen. Komm am Abend zu Herrn Hans Capot ins Badehaus. Wegen der Jagd. Na gut, ich geb's zu.
Ein Wildschwein mit einem Pfeil erlegen zu wollen, ist keine gute Idee. Es war aber ein guter Schuss. Ja gut. Du hast gelernt Höflichkeit. Okay. Gut, gehen wir bei Regen zum Badehaus. Oh, schön. Aber Freunde, das werden wir erst morgen machen. Morgen gibt's ein kleines Vergnügen. Ein vergnüglicher Tag. Was? Bist du gar nicht mein Pferd? Ah, sehen sich ähnlich, ne? Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.